Überraschung. Ihr seht, mein Gesicht ist wieder ein bisschen eingefallen. Wir haben uns jetzt einige Tage Zeit genommen, vor allem mit meinem Dad, die Zeit zu genießen, gute Sachen zu essen. Aber ich war fleißig und bin wieder direkt zurück auf Diät, denn wir sind jetzt im MT Pro Bunker in Bogota, Kolumbien. Ihr habt richtig gehört, die Reise geht weiter. Die Qualifikation für 2024 steht vor der Tür. Jetzt wird nochmal richtig hart geackert, Cardio geballert, weißen Fisch gegessen. Ihr wisst Bescheid, heute ist das letzte Beintraining. Ich habe schon Instruktionen bekommen vom Coach. Heute 4 Übungen, wenig Sätze, 70%, wirklich locker trainieren. Mein Gewicht ist nämlich schon wieder im Limit und wir sind noch nicht ganz entladen. Also das wird nochmal eine Nummer schärfer als die Olympia. Wir drücken die Daumen. Meine Frau ist schon wieder krank und erkältet zur richtigen Zeit. Aber wir werden jetzt kämpfen und das beste Paket auf die Bühne bringen, was wir haben. Geiles Ding. Alive Fitness Pendulum Squat. Ich soll zwar heute nur 70% trainieren, aber ich glaube, das wird halt nichts. Also schon Bunker, ne? Kann man schon. Der echt geil. Kleines Private Gym, nicht mal ein Schild draußen, gar nichts. In einer kleinen Seitenstraße, Bombengeräte. Geil. Bin mal gespannt, wie ich aussehe. Sind gestern geflogen. Um 4 Uhr morgens raus, ganz wenig nur geschlafen, dann einkaufen, ganzen Meal Prep, geben nur 2 kleine Pfannen, deswegen zieht sich das immer so ein bisschen, die waren locker 2,5 Stunden am Kochen, eingekauft, also in einem Supermarkt, in einem Land, wo wir noch nicht waren, das raubt immer ein bisschen mehr Zeit, aber wir haben alles geschafft, waren relativ spät im Bett, haben dafür etwas länger geschlafen, jetzt bin ich mal gespannt, wie die Form aussieht, ich fühle mich wirklich leer, mein Gewicht ist gefallen. Also ich dürfte relativ flach sein, aber wir schauen uns das Elend gleich mal an nach dem Beintraining. Machen wir mal einen kleinen Formcheck für euch. Und Samstag ist Waage, Sonntag ist Show und zwar ist die Waage abends um 7. Das heißt, wir werden weder noch trinken, noch essen, noch irgendwas. Ich versuche den ganzen Tag dann zu schlafen. Das wird auch nochmal spannend. Normalerweise ist das Weightlifting immer so um 10 Uhr morgens. Da schläfst du einfach eine Stunde länger. Isst und trinkst nichts, bist nüchtern, kommst gut in die Waage, aber über den ganzen Tag lang und die Nacht, bisschen ungemütlich. Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and pass. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word, then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now, you're dead to me so peace out, remember you're discreet now, keep ready for defeat now. I'm gon' make you bleed out. Listen on repeat now and weed out all the weak now. Get up and make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make and a name, like huh? A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. March until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. I'm just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. I'm just like a soldier. I keep on moving forward. Always getting closer. It's ridiculous, I'm spitting this, meticulous and limitless. While others out there spitting shit, got hits up on the charts and sits. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate, but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it, promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it, don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend, not a myth, yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist, stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God, I'm breaking out. Swear to God, I'll take a bow. Stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest, but I'm proud. No, I never had a doubt, like yeah. A soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer.
closer. Ich muss schon zugeben, so leer habe ich mich in der ganzen Prep noch nicht gefühlt. Auch nicht zu Olympia. Also jetzt ist wirklich schon, ist echt krass. Bin mal gespannt, was Neil sagt zum Check-in. Mein Gewicht ist ja schon wieder gut gefallen. Der wird safe sagen, dass ich High essen soll. High Carb. Auf der anderen Seite sollte mir eigentlich entladen. Aber ich meine, ich bin im Gewicht schon ein bisschen... Also für mich wäre es jetzt problematisch, eine gute Entscheidung zu treffen. Und dafür habe ich den Coach. Dafür haben meine Klienten mich als Coach, dass sie sich selber den Kopf nicht zerbrechen müssen. Und so geht es mir auch. Also bin ich schon dankbar. Ich mache einfach, was er sagt. Bisher hat immer alles gut funktioniert, die letzten 3 Jahre. Also keine Experimente, einfach Kopf zu, Ohren zu, Augen zu, marschieren, dann wird es schon gut. Was hältst du von dem Plan? Ich mache jetzt mein Training fertig, dann mache ich Post-Workout schnell und ballern direkt zum Juba und von dort direkt zur Massage. Wenn wir nicht so viel Verkehr haben, schauen wir, dass wir die Massage machen. Wenn viel Verkehr ist, dann gehen wir erst nach Hause essen und schauen, ob wir dann was finden für Massage. Aber heute ist der letzte Tag. Wenn ich jetzt zu kurz vor der Show mache und die Therapeuten ballern da richtig rein, dann hält das Wasser vielleicht. Mit Wasser muss man immer aufpassen. Da habe ich meistens das Problem. Also klar, ich halte in der Regel ein bisschen mehr Wasser als alle anderen. Aber müssen wir halt schauen, dass wir so viel Wasser rauskriegen wie möglich. Ohne dass wir da drastische Maßnahmen einleiten müssen. So simple Sachen wie Süßstoffe raus, exotische Gewürze raus, Riesenmengen an Supplements raus, also wirklich nur noch die essentiellen Sachen, Schlaf, so der ganze Kram. Alles, was Entzündungen verursacht, raus und alles, was Entzündung hemmt, rein. Also Coconova hoch, Omega-3 hoch, Multivitamin, Glutamin können wir hochschrauben. Aber das ist schon wieder, ne, du merkst, ich denke schon wieder drüber und runter und ich mache einfach das, was Neil sagt und so, wie wir es immer machen. Besser ist es. Vielleicht aber auch Brennnesseltee trinken, das wäre cool. Das hilft immer, das geht immer. Lecker. Keep on working, got purpose and worth. Music's my cure and this world is my purse. Get rid of this curse, whatever reverse. Of course I've been hurt, but some have been much worse. Leave me alone, get out of my head. Walk out the opinions until I am dead. They all gonna speak, but you listen instead. Mi nombre es Milton Bustamante de Colombia. Milton Heladas, un abrazo para todos ustedes. Todo esto es el búnker. Y estoy muy contento, muy happy, muy feliz de tener a Mike haciendo su entrenamiento en el búnker. Un gran atleta, un Mr. Olympia, un top, mucha energía para Mike en esta competencia. Encantado de que pueda Mike disfrutar todo el estudio. Saludo para toda la gente de Alemania, mucho abrazo para todos ellos. Energía. Promise.
apoyando. Okay. Nuestra gente, es emocionante tenerlo en Colombia. Muy bueno. The whole team of Milton will be there supporting you at the show, so you will have like a lot of people screaming for you, yeah. Fans that are very, very happy and proud that you are here. Dile, thank you. Dile que mi atleta es un atleta mío, novato, va a debutar, que hemos trabajado muy duro para estar en ese escenario, pero ver al lado de un Olimpia va a ser fabuloso. Jan, his athlete, is new, it's a new, he's here, he's the boot right now. But seeing him behind him, beside you, is going to be awesome and great for us. Also, mm-hmm. Having you as a verlo al lado de él, verlo al lado de él va a ser fantástico. See you with Jan is going to be great, fantastic. Y yo, going to be a great battle. Good athlete. Good job as a coach. Mm-hmm. Muy buenos atletas que cuentan con coach. Oh no, save the rice cakes. Got you. It's my holy source of energy. Meine einzige Energiequelle wird jetzt zelebriert. Zeig mir dein Happy Face. Wir wollen es sehen, obwohl das Signal nicht ausschaut. Sieht ein bisschen Asi aus. Ja, ne? Meine Oma würde sagen... Warte. Darf ich? Du siehst aus wie ein... Das soll ich wirklich sagen? Ey, das kommt von meiner Oma, das ist eigentlich süß. So sehe ich aus wie ein Engstjot. Erklär's nicht weiter, dann kannst du nicht gesperrt werden. Ja, Engstjot. Wer weiß, der weiß. Bisschen daneben, aber... Ganz viel Liebe an Omi. Die darf das. Bisschen viel Salz heute. Aber trotzdem gut. Ich bin gerade am klären, ob ich Backstage-Training kriege. Khotan ist nämlich eigentlich gar nicht offiziell da, aber die sind doch da. Jetzt habe ich so eine Handynummer geschickt bekommen, jetzt muss ich irgendwie versuchen, hinter dem offiziellen Backstage-Training Pro-Tan-Training zu machen. Das Weigh-In ist um 7, eigentlich macht man abends Farbe, also machen wir um 5 Uhr Farbe. 2 Schichten, dann gehe ich zum Weigh-In, dann fahren wir nach Hause, essen und laden, weil am nächsten Tag direkt der Wettkampf ist. Und dann muss ich bevor wir zum Wettkampf gehen, nochmal zu Pro-Tan fahren, die dritte Schicht drauf machen, dann ins Theater und kurz vor der Show ist Pro-Tan auch nochmal, die sneaken sich dann hinten Backstage und machen so Final Touches und Öl. Das ist so, es ist wieder einfach typisch Mexiko, Kolumbien, so, ach, ich liebe das irgendwie, diese Verplantheit. Diese Planung ist genauso wie diese Autofahrt, sorry dafür, aber ich kann leider nicht gerade filmen. Ja, und das hier ist noch ein Uber, ich will nicht wissen, wie die Taxis sind, aber ey, ganz ehrlich, ich liebe diese Länder, deswegen liebe ich Mexiko so. Das einfach, da gibt es keine Regeln. Das ist einfach so, der Erste hupt, der hat Vorfahrt. Das ist einfach jeden Tag Abenteuer. Ja, das ist krass. Ui, guck mal. Das hast du aber lecker gemacht. Danke. Chicken, Gemüse und Reis für die Dame. Und... Wie erwartet, gibt es Feedback vom Coach und zwar, ich soll heute tatsächlich Hai essen. Weight fuck, okay. Mike, that's a big drop in weight, fuck, okay. Can you do high carb meal plan for meal 1 and 2 today and then low carb meal plan for meal 3, 4, 5 and 6? And just 20 minutes of just cardio, no evening cardio, just 20 minutes of morning cardio. No evening cardio, ich hasse nachts Cardio. Okay, hier geht's zum Essen, das ist jetzt selbstgekochter Reis, kein Mikrowellenreis übrigens. Und meine Frau hat den so richtig schön weich gekocht, also mit dreifacher Menge Wasser. Dann sieht es ein bisschen mehr aus. Zack, bisschen Soja darüber. Und Flame Drops.
Flav Drops, genau. Die stehen da so. Und natürlich El Tilapia aus dem Backofen. Und Zucchini mit Asparagus grünem Spargel. Schaut mal. Geil. Ich habe so Hunger. Ich muss euch sagen, Bogota war ein bisschen spontan. Wir haben gedacht, wir brauchen nur 20 Minuten ins Gym, hat aber über eine Stunde gedauert. Dann waren da natürlich noch Athleten, begrüßen, Hallo sagen, dann trainieren, Fotos machen, dann nach Hause wieder einen Haufen Zeit verloren. Wir haben jetzt 6 Uhr und das ist meine zweite Mahlzeit. Also gibt es heute noch ein bisschen Futter. Dreimal dasselbe. Achtung, gleich ist es fertig und dann gibt's Futter. Massage geglückt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch eine Massage finden, ne? Die machen ja alle um 6 Uhr zu und irgendwie soll man auch nicht mehr unbedingt auf die Straße gehen nach 7. Wir sind zwar in einem wirklich schönen Airbnb, aber draußen, ich meine, hier kann man rausgucken. Guck mal, wie cool das ist. Brutaler Ausblick. So, jetzt gibt es nochmal eine Runde Fisch. Was hat die Massage jetzt gekostet? 30 Euro? $38. Und die kam hierher. Eine Stunde. Deep Tissue war jetzt nicht so deep, dass es wehgetan hat. Aber wir sind jetzt auch irgendwie 5 Tage vom Wettkampf. Richtig, was halt für ein Tag? Heute ist Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist die Show. 5 Tage. Wenn man da jetzt reinhämmert, ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Sehr gut. Alles geschafft heute. Cardio gemacht. Und was halt richtig geil ist, ist das Cardio hier draußen. Hier ist so viel los auf den Straßen, das ist ganz anders wie in den USA und vor allem in Dubai. Ich liebe das, das hat so Mexiko-Flair. Machen wir morgens immer eine schöne Cardio-Runde, Frühstück, dann Gym. Im Gym ist übrigens wirklich geil, das ist ein richtiger Bunker. Equipment, richtig gut, Trainer dort, Athleten dort. Geil, brauche nicht mehr. Also so ein Gym, so coole Leute, das muss kein riesen Gym sein, da drin ist alles, was man braucht. Zugegeben, so ein bisschen mehr Platz wäre geil, aber ich kenne das ja noch aus meinem Kuhstall, den wir damals gebastelt haben. Da ging es ums Nötigste, das hat er auch da, alle Sachen, die man braucht. Ich bin mal gespannt, wie die nächsten Tage jetzt laufen. Jetzt gibt es hier, wie gewohnt, meinen weißen Fisch mit grünem Gemüse und hier noch ein bisschen Lechuga, aka Salad, aka Salat. Das war's jetzt. Also Leute, Mission Olympia-Qualifikation, Kolumbien, Bogota hat offiziell begonnen. Ich habe heute schon Fotos gesehen und Videos von Athleten, die auch da sind. Ich muss schon sagen, da sind gar keine schlechten Jungs dabei. Also wir haben jetzt den Chief, Jeff, der ist auch schon auf der Olympia gewesen. Den habe ich in Tijuana kennengelernt, der ist verdammt gut. Dann haben wir noch Camilio heißt der. Camilio Diaz, auch sehr, sehr guter Athlet. Da ist der junge Mann. Also das ist Camilio, der ist ganz gut. Ich zeige euch mal noch die anderen beiden. Die ist nämlich Jeff Muscle. Hier. Der ist ganz gut dabei, würde ich sagen. Der sieht echt gut aus. Wie gesagt, ihn kenne ich schon, gegen ihn bin ich schon angetreten. Das ist nochmal ein Kaliber. Dann kommt jemand, der jetzt kürzlich auch auf der Olympia war. Erik heißt der. Erik Wildberger. Wildberger. Ist Brasilianer übrigens. Typischer deutscher Nachname. Der ist jetzt in Texas gestartet, ist Dritter geworden. Soweit ich weiß, also auch sehr, sehr guter Athlet. Auch schon Olympia erfahren
Und da seht ihr den guten Herrn. Das war jetzt auf der Texas-Show, auf der er war. Also, super Linie. Und jetzt kommt aber jemand, den habe ich vorhin gesehen, da dachte ich mir, leck mich am Arsch. Also, man kann sagen, was man will. Das wird kein einfaches Ding. Mit Sicherheit nicht. Er hier, er ist auch noch gut. Er ist ein Riesenkerl, ultra schwer. Super Linie. Aber von dem rede ich nicht. Ich habe vorhin einen gesehen. Mir fällt sein Name nur leider nicht ein. Wo habe ich den denn gesehen? Ich glaube, ich weiß wo. Oh ja, ich habe ihn gefunden. Julio Perez. Der Typ ist ein Kaliber, kann ich euch sagen. Der Rücken ist, ich würde sagen, top der Welt. Also das wird ein geiles Ding. Geiler Wettkampf. Es sind nicht so viele Athleten da, soweit ich weiß. Aber die, die da sind, sind schon echt gut. Egal. Jetzt weiß ich natürlich nicht, soll ich mir den Kopf zerbrechen? Soll ich einfach mein Ding machen? Weil entscheiden kann ich es nicht. Also, warum soll ich mir Gedanken machen? Korrekt. Ich gucke natürlich schon auf Instagram, wer da so auf dem Wettkampf ist, rein aus Interesse. Jetzt komme ich aber in dem Moment, ich sehe, dass die Leute wirklich gut sind. Und ich denke mir jetzt, okay, soll ich irgendwas verändern? Und genau da macht's Klick. Weil genau das soll nicht passieren. Ich mache genau das, was mein Coach sagt. Ich versuche mich nicht wieder machen zu lassen. Und ich mache das jetzt auch nicht das erste Jahr. Also ich bin schon oft da durchgegangen, dass ich mir den Kopf zermartert habe. Und es hat nie was gebracht. Am Ende des Tages ist jeder so gut an dem Tag, so gut wie er ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel voll verkacke, dann sehe ich schlecht aus. Wenn er verkackt, dann sieht er schlecht aus. Es ist immer so. Es zählt. Zählen diese 10 Minuten auf der Bühne. Aber großen Respekt an alle Athleten. Das Ding wird nicht geschenkt. Es wird spannend. Also Leute, unbedingt Sonntag verfolgen. Das war's jetzt. Mein Fisch ist, glaube ich, schon wieder kalt, weil ich so viel gesabbelt habe. Aber YouTube muss sein. Danke, Leute, für den Support. Unten, ihr wisst Bescheid, die Kommentarbox gehört euch. Daumen nach oben, wenn ihr Bock auf die Vlogs habt, jetzt hier in Bogota, in Kolumbien. Es wird spaßig. Also, bis zum nächsten Mal. Bis dann.